Euer Hass für meine Taten ist mir sicher. Wenn man den richtigen Mittelweg findet, den Punkt zwischen dem sich wehrenden und dem zerbrechenden Geist, erreicht man ein Höchstmaß an Angst und Schrecken. Horror-Arthouse-Film trifft auf Sozialkritik. Du kannst das finden, wie du willst, doch sowas gab's noch nicht. Ich bin in diesem Genre der Archetyp. Wahnsinn, ich versteh deine philanthropische Sprache nicht. Hier kommt der militante Kannibale, denn ich hab euch so gefressen für all euer linkes Antifa-Gehabe. Ihr seht nicht mal mehr den Wald vor grünen Landtagswahlplakaten, respektive lauter Bäumen aus Papierfabrikanlagen. Brillant und charismatisch, aber animativ schwarz wie der Marianengraben. In Hass-Tiraden-Spirale nehm ich euch auseinander mit cineastischen Gebaren. Dagegen ist Hostel nichts als Kinderkram wie Balenciaga. Gnade demjenigen, der mir die Wärmepumpe einbauen muss. Im Hämoglobingeruch der Kellerbunkerheizungsluft. Auf dem mit Pestiziden desinfizierten Fliesenboden. Neben Zentimeter dicken Tresoren mit Türspionen. Ich vertret wie Dexter Morgan Bürgerinteressen und frag den Staat, ob er noch ein paar Fördermittel hätte für den Ausbau meines Red Rooms. This is where the magic happens. Und du ruderst zurück in deinen körperlichen Säften. Was ich bin, lässt sich in Worte nicht beschreiben, denn ich komm nicht aus der Reagenzretorte wie die meisten. Eine Prise Bipolar, ne Messerspitze dissozial. Alles wie gehabt in meinem Psychopathen Misoplan. Jeder hat einen Schatten an seiner Seite und meiner kann deinen nur mit einem Handzeichen vertreiben. Frag mich nicht, was ich mache, wenn ich allein bin. Nein, frag mich nicht, was ich mache im Allgemeinen. Ich bin ein Scheusal, für mich bedeutet Freundschaft plus. Ich hab einen Anspruch auf deine Niere in Kräutersud als Aminosäure-Boost. Unterwegs auf Gönnerbasis, Adrenochrom statt Cerealien für die Zellmembranen. Check, check, ich bin eine Umbrella-Bio-Waffe. Viva las Plagas, schick dich geistesgestört in Hypotaxe. Ich liefer mir keine Live-A-Cappella-Bühnenschlachten, denn mit mir endet jedes Teilnehmerfeld als Creepypasta. Für mich sind Leichen im Keller Mietnomaden. Ist die Zeit reif wie mein Wein, lade ich ein zum Firefly-Esken-Dinner-Abend und geb mir danach lieber mein Brit Ilner als TikTok-Barbie. Tu nicht so, als ob solche Laiendarsteller-Kinostars sind. Wir sind in keinerlei vergleichbaren Künstlersparte. Mich hypen keine Keifer, den kleingeistigen Teenie-Blagen. Ich hab den meisten Teil meiner Reichweite im tiefsten Darknet. Das hier kommt von Herzen, ich bin leidenschaftlich immoralisch. Noch vor Hager-Tribunalen demonstriere ich Übermacht und reiß mir freiwillig meine Cherubin mit Flügel ab. Kein angenehmer Typ, wenn ich den Entspruch aller Machiavelli drück, hast du mehr Mindfucks als das Erntewarnungsskript. Was ich bin, lässt sich in Worte nicht beschreiben, denn ich komm nicht aus der Reagenzretorte wie die meisten. Eine Prise Bipolar, ne Messerspitze dissozial. Alles wie gehabt in meinem Psychopathen Misoplan. Jeder hat einen Schatten an seiner Seite und meiner kann deinen nur mit einem Handzeichen vertreiben. Frag mich nicht, was ich mache, wenn ich allein bin. Nein, frag mich nicht, was ich mache im Allgemeinen. Was ich bin, lässt sich in Worte nicht beschreiben, denn ich komm nicht aus der Reagenzretorte wie die meisten. Eine Prise Bipolar, ne Messerspitze dissozial. Alles wie gehabt in meinem Psychopathen Mise en Place. Jeder hat einen Schatten an seiner Seite und meiner kann deinen nur mit einem Handzeichen vertreiben. Frag mich nicht, was ich mache, wenn ich allein bin. Nein, frag mich nicht, was ich mache im Allgemeinen. Nicht jeder ist dazu geschaffen, Ströme von Blut zu vergießen. Ich schon. Mir und anderen meiner Art fehlt der moralische Bezug unserer Handlungen, der den meisten Menschen zu eigen ist. Ich nehm dich mit auf einen sicken Trip from dusk till dawn und komm mir bei der Inszenierung wie Polanski vor. Ich bring deine Mental Health an ihre Grenzen wie Marilyn Manson. Nichts an mir ist menschlich, filmische Sequenzen, mein Genre Blood and Gore. Doch ich komm mir bei der Inszenierung wie Polanski vor. Ripper in his prime, ich schwing wieder die Sense und bring dich in Bedrängnis. Nichts an mir ist menschlich.